sind. Ja, ja, ja. Ich muss alles mitnehmen. Mach die schon geschickt, ey, ihr Füchse. Schön Klicks zielen, ne? So wie Steffen einmal bei DMS. Was? Liked und teilt, wenn Markus ein Comeback geben soll. Hallo liebe Schwimmfans, willkommen zu einer neuen Folge von der Schwimm-WG in Rio. Wir haben uns auch heute wieder einen interessanten Gast aus dem deutschen Team eingeladen. Jakob Heidmann ist mit dabei. Hallo Jakob. Moin. Jakob hat einen etwas holprigen Start in die Olympischen Spiele gehabt. 400 Meter Lagendisqualifikation. Das war bitter. Durfte dann nochmal die 4x200 Meter Freistilstaffel im Vorlauf schwimmen. Und die Frage ist jetzt, Jakob, wie ist so dein Fazit nach den ersten Olympischen Spielen? Ja, also aus sportlicher Sicht irgendwie schwer einzuschätzen, weil ich zufrieden sein kann wegen meinen Leistungen. Zweimal Bestzeit, super. Aber ja, also zweimal nicht im Finale zu stehen, weil es durch manche Personen verhindert wurde, quasi, ist total ärgerlich und bitter. Und das irgendwie zu beschreiben, geht nicht. Ist so das Schwerste, was mir passiert ist bisher. Ja. Weil ich mich von der Leistung, denke ich mal, für zwei Finals qualifiziert habe und es verdient hätte damit, würde ich sagen, im Finale zu stehen. Von daher ist es mega bitter. Ah, nimmst du so ein bisschen Motivation daraus jetzt mit für die Zukunft? Ja, klar. Also so, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hingehöre eigentlich und das will ich die nächsten Jahre umso deutlicher unter Beweis stellen. Das war jetzt noch nicht alles und da kommt noch einiges und von daher gehe ich da eigentlich hungriger als je zuvor an die Sache ran. Gibt es trotzdem was Positives auch noch, was du jetzt mitnehmen kannst von den Spielen? Ja, total. Also das Feeling hier, was alle vorher schon beschrieben haben, das ist echt genial. Also wirklich alle Sportarten, alle großen olympischen Sportarten der Welt auf einem Haufen, alle großen sportlichen Leute, ein Dorf zusammen. Hast du irgendjemanden getroffen? Ja, schon ein Foto gemacht mit Novak Djokovic und Tony Parker und ja, Boris Becker auch schon gesehen. Also die coolen Leute habe ich schon gesehen. Und ich finde es so toll, dass alle auf einem Haufen sind. Ne? Die Stimmung ist gut, die Leute verstehen sich. Das ist, glaube ich, auf einem Fleck sind alle Top-Sportler der Welt. Das ist echt, das ist genial. Ja. Und hast du auch außerhalb des Dorfs schon mal ein bisschen was erkundet? Oder? Ja, relativ wenig. Ich war gestern mit meiner Family unterwegs, waren im deutschen Haus gewesen, sind auch noch ein bisschen rumgelaufen. Aber gesehen habe ich noch nicht viel, aber ich habe noch viel vor. Ja, du hast gesagt, deine Family ist mit dabei. Was bedeutet dir das, dass sie den ganzen Weg auf sich genommen haben? Wer ist mit dabei? Es sind zwei meiner Brüder dabei und eine meiner Schwestern und meine Mama und mein Papa. Und jeweils in Begleitung meine Geschwister. Und bedeutet mir alles, dass sie da sind. Also, dass sie es auf sich genommen haben, dass sie Bock drauf hatten, das mitzumachen und mich zu begleiten. Haben mich auch die letzten Jahre super begleitet und unterstützt. Und auch jetzt gerade in den letzten Tagen, die echt nicht leicht waren für mich, haben mich unterstützt, mich aufgebaut. Und das ist schon cool, so eine Familie zu haben und die hinter einem zu wissen. Wir haben uns auch ein Bild geschickt, wo ihr unterwegs seid. Das ist drüben im Park? Ja, genau. Okay. Waren wir unterwegs direkt nach dem Vorlauf und haben noch ein bisschen Stimmung genossen. Und du bist ja jetzt fertig mit den Wettbewerben. Die Schwimmer sind auch in ein paar Tagen komplett durch. Ja. Nächste Woche ist dann Chillen angesagt. Andere Sportarten angucken. Ja. Irgendwas Bestimmtes? Ich werde auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie ich kann, wofür ich Karten bekomme. Und habe auch richtig Lust, zum Beachvolleyball zu gehen, gerade weil die Hamburger Mädels dabei sind und echt in guter Form sind und die zu unterstützen. Ja. Und einfach ja, so viel sehen, wie es geht. Und wie gesagt, also wenn die besten Sportler hier alle auf einem Haufen schon sind und überall es irgendwie Angebote gibt, irgendwo hinzugehen, will ich auch alles mitnehmen. Wirklich das Flair auskosten und genießen. Ja, genau. Und ansonsten einfach in die Stadt gehen, Leute kennenlernen, irgendwie neue Sportstätten angucken oder neue. Irgendwie die Christusstatue muss ich auch noch mal mitnehmen. Für die klassischen Sachen. War ich auch noch nicht. Ja. Genau, so richtig Touri-Tour, aber das kommt noch. Ja, geil. Aber man merkt schon, dass es halt auch wieder anders ist als eine Weltmeisterschaft. Also gerade vom Flair. Ja, also gerade bei der WM bin ich ja gegen die gleichen Leute geschwommen, gegen die ich auch hier angetreten bin, aber. Gerade weil hier, wie gesagt, die ganzen anderen Sportarten noch sind, das alles zu sehen und fährst im Bus mit denen mit, siehst sie in der Mensa, die essen mit dir, die wohnen neben dir, die wohnen unter dir zum Teil, das ist schon genial, das macht Spaß. Wird man angefixt für seine nächsten Olympischen Spiele? Total. Also das Flair will ich auf jeden Fall noch einmal mitnehmen. Ich höre gerade im Hintergrund, Alex spielt unsere Verabschiedungsmusik, das heißt, dass wir zum Ende kommen. Der Jakob hat noch ein paar Badekappen mitgebracht, die er jetzt unterschreiben wird und die werden wir dann unter euch verlosen. Und morgen haben wir wieder einen interessanten Gast bei uns in der Schwimm-WG. Seid gespannt!